ist heute ein hartes Rennen für unsere Fahrer, Stefan. Worauf wirst du achten, wenn sich die Fahrer der ersten Kurve nähern? Hoffen wir mal, dass sich jeder benehmen wird und wir einen unfallfreien Start erleben. Die ersten paar Sekunden werden sehr interessant sein. Die saubere Seite des Grids wird besser zum Fahren sein. Also sollte man dort auf Autos achten, die sich ihren Weg bahnen. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Vor Kimi Räikkönen, der von P2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Ricciardo, Sebastian Vettel und Verstappen. Van Dorn, Sainz Junior, Grosjean und Esteban Ocon. Magnussen, Alonso, Pierre Gasly und Hülkenberg. Leclerc, Hartley, Sergio Perez und Lance Stroll. Eriksson und Sergei Sirotkin am Ende der Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Aktiviert.
kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone bist. Thank you.
reduziere den ERS-Einsatz. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern.
Benzin noch aus. Come on, into dieser Runde rein.
Fermi. Das war's mit einem weiteren Grand Prix und einem fantastischen Sieg für Mercedes. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Ich würde sagen, es war schlicht und einfach das Tempo. Wir können den ganzen Tag über Strategien sprechen, überholen, auf die Reifen aufpassen. Aber wenn man gewinnen will, muss man halt vor allem schnell sein. Und genau das waren sie heute. Wenn ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Nach diesem hervorragenden Rennen können sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen Sergio Perez. Er hat einfach ein Talent dafür, das meiste aus seinen Reifen rauszuholen. Und das hat er heute gezeigt. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.